Ein Knotenpunkt soll zum Mittelpunkt werden. Über dem unterirdischen Bahnhof Wien-Mitte wächst das markanteste Großprojekt unserer Tage. Ambitionierte Architektur im historischen Zentrum der Großstadt. Wien-Mitte bewegt die Stadt, lautet der Werbeslogan des Großprojektes. Und auf der größten Baustelle der Innenstadt werden Tonnen an Baumaterial bewegt. Hinter der Fassade moderner Architekturästhetik stehen technisches Können und Erfahrungen gereift an der Vielzahl unterschiedlichster Herausforderungen. Als Generalunternehmer begleitet Östustettin das Projekt Wien-Mitte vom Aushub der Baugrube bis zur Schlüsselübergabe. Gebaut wird mit und um den laufenden Betrieb der U- und S-Bahn-Linien, über den Gleisanlagen von ÖBB und City Airport Train. 70 Meter werden sich die Glasfronten des fertigen Gebäudes über Straßenniveau erheben. Dank effizienter Planung und reibungsloser Zusammenarbeit sind die Baufortschritte rasant. Das Bauvorhaben wächst im Tempo und im Rhythmus der Großstadt. Der moderne Stahlbetonbau verschlingt beachtliche Tonnagen an Bewehrungen. Zweimal das Gewicht des Eiffelturms steckt in der Konstruktion. Das bereits recht massive Skelett wird mit Beton aufgefüllt. Bis zu 1500 Kubikmeter Beton fließen innerhalb eines Tages über die Armierung, werden zum festen Körper und nehmen Gestalt an. Jetzt haben wir es geschafft, die letzten Arbeiten sind geschehen, die letzten Betonagen sind auch fertig. Also, es ist nichts passiert. Die Zeitvorgabe vor 20 Uhr haben wir auch geschafft. So stellen wir es uns vor, so wie wir es haben. Ein Unternehmen, welches auf eine 100-jährige Tradition von Technologieführerschaft zurückblickt, kann leicht von sich behaupten, wir bauen alles. Denn Östustettin hat bereits so gut wie alles gebaut. Ist an seinen Aufgaben gewachsen. In die Höhe und in die Tiefe. Das Bekenntnis des Unternehmens zum grenzenlosen Einsatz ist mehr als ein Werbeslogan für wir bauen alles. Östustettin hat es immer verstanden, Verbindungen zu bauen und Wege voranzutreiben. Zwischen Geschichte und Zukunft, zwischen Technologie und Menschlichkeit. Von Österreich hinaus in die Welt. Wenn in Wien-Mitte Kräne und Arbeiten über Nacht ruhen, geht bereits irgendwo auf dem Globus wieder die Sonne auf. Über einem neuen Projekt und einer neuen Herausforderung.